wieder ziehen. Kannst du mal. Also, gestern, es war eigentlich so ein gemütlicher Abend. Wir waren zwar alle auch leicht angetrunken, aber es war gemütlich. Wir saßen mit denen hier unten da drüben. Hier, Lina, denk dran, Safety. Ja, denk dran, Kondome schützen. Manchmal. 97%. So, und heute war es übelst entspannt. Ich bin die Nacht so um 2 oder 3 ins Bett. Dann haben sie mich mit irgendwelchen scheiß Fotos gemacht, so mit Flaschen im Mund und so. Das waren sehr schöne Fotos. Hier, das ist Nicole, die kenne ich schon ewig. Und nee, das zweige ich so fair vom Thema. Und der Thema, der Tag war eigentlich übelst entspannt, so stelle ich mir Urlaub vor. Ich bin um 10 aufgestanden oder so. Und dann sind wir 10:30 oder so frühstücken gegangen mit Toni, Stefan und ich. So, da, ich habe aber nur ein Müsli gegessen. So, dann bin schade, sehr schade. Ich darf es eigentlich nicht sagen, dann bin ich kräftig scheißen gegangen. Hast du da noch Klopapier? Ja, der hat das geklaut bei uns. So. Chill einfach. Naja. Weißt du, was da schon für Scheiße drauf ist? Naja. Und danach saß man eigentlich nur vor der PlayStation, haben Grand Theft, also GTA 2 gespielt. Das ist eigentlich voll das Scheißspiel, aber jeder spielt eine Mission und wir lachen immer über den anderen seine Fahrkünste und haben alle böse niedergemacht. So, dann haben wir Mittag gegessen. Die Bratwurst war eigentlich scheiße. Aber ich habe eh nie gegessen und noch 2 Hälften von anderen. Sogar 2. Ja. Genau. Sauerkraut, das war übelst eklig. Ich habe 3 Gabeln gegessen und musste trotzdem ein bisschen scheißen. Also der Kartoffelpüree hat ziemlich gestopft. Ich war nach 2 Löffeln oder 3 Gabeln. Also ich war auf jeden Fall satt. Also ich war satt, hatte aber trotzdem Hunger. So, dann sind wir wieder hin, haben Playstation gespielt. Dann hab ich geduscht. Und dann sind wir zu Netto runtergelaufen, haben ein bisschen was gekauft, Einkauf gemacht. Da war übelst dicke, eklige, unfreundliche Verkäuferin. Und so, Nicole, hör auf, ich bin hier gerade auf meiner Arbeit. Also Abendessen wollten wir zusammen machen, aber ich weiß nicht. Ich habe mich gedrückt, ich hab mit Toni und so eine 5-Minuten-Terrine gegessen und so. Ja, das ist normal. Glaubst du, dass das jemanden interessiert? Klar, weiter. So, oh. Es kommt alles rein. Also dann kommt, also und dann, na ja, Abendessen. Da waren schon 2 Mädels, die Leichtathletikerin und die andere mit dem Ohrring. Und so. Ja, und ja, es war eigentlich okay, da haben wir Simpsons geguckt. Dann haben wir gute Zeiten geguckt, weil ich konnte es die ganze Woche nicht gucken. Achso, ja, ich bin gerne am besten, falls euch interessiert. Und ja, und nach dem Essen habe ich eigentlich angefangen so richtig zu trinken, obwohl ich halt schon Hunger hatte. So, und jetzt stehen wir hier auf dem Balkon. Ja, wie viel hast du heute schon gesagt? Ich, na, es sind 3 Tetrapack, 2 Bier und 3 Tetrapack Wein halt. Also 2 Bier und also Sterni, ja, beste Bier. Was ja. Rechtfertigung für alle Säufer, Sterni ist nur so billig, weil sie keine Werbung machen. So. So geil. Okay. Der Balu geht fies ab. Jo. So. Und jetzt gibt's nichts mehr zu erzählen. Gut. Ja, kommt der Leo. Leo, du kommst raus und Spaß ist zu Ende. Das ist Apfelsaft. Da musst du gleich mal kurz. Ja, warte. Gut, dass es drauf ist. Jo, Patrick, schön. Na was denn, der kann ruhig ein bisschen Apfelsaft trinken. Ich trinke nichts. Mal gucken in deine treuen Augen. Und wer sieht das Video alles? Wir müssen aber irgendwann mal irgendwie Telefonnummer oder so, weil ich würde mir das echt mal gerne angucken. Na, gib mal deine. Also Handy? Oder kannst du auch meine E-Mail-Adresse, weil das ist. Also Handy ist zwar cool, aber irgendwann kriegst du eh die E-Mail-Adresse. Will jemand? Ja, ich geschrieben. Patrick trinkt jetzt was an. Gibst du, also Patrick, du trinkst was. Nein. Wie ich, Alter, bist genau echt genau so fertig. Das sind die besten. Ey, ich warte mal, Alter, ich muss jetzt auch mal hinterher. So, wie ist der mit Nachnamen? Also, auf 7 speichern. Tipps, oder? Philipp, 0174. 5-5. Hey. 3-2. Ich hab auch was mit 3-2 gehört. 5-5. Ja, Apfelsaft. Nee, 0-1-7-4. Manja, wie ging meine Nummer? Was hab ich denn dir gerade erzählt? Was denn?
dir? Ey, das ist doch so ein Armer, oder? Guck dir den Kunden einfach mal nur an, Alter. Guck dir den Kunden hinter der Kamera mal an, das ist noch härter, Alter. Sieben, fünf, acht, sechs, sieben. Leute, das ist so her. Stundenfrei haben, rufen dich an. Ja. Ah ja, könnt auch gleich mal die E-Mail oder so aufschreiben. Kriegst du ja hier nie rein irgendwie. Genau, als SMS, SMS speichern. Als also als Ausgang. Ja. Will ich aber gar nicht, Alter. Nein, da steht unser Jauchi, Jutta. So, du willst, ja. Hier Miefs, Alter. Ich würde sagen, wir gehen ein bisschen rein. Ey, was ist denn Samstag so in Dresden los? Nicht. Was ist denn Samstag in Dresden los, Philipp? Weil ich bin nach dem Fußball noch Titel und... Ja, ich am Samstag dann wieder seit langem in Dynamo-Spiel an. Oh, jetzt sollten wir am besten mal kurz weggehen. Wieder der Beweis für Frauen, ja. Ja, genau. Deswegen haben die Männer auch ein Chromosom mehr. Die zumindest einen Buchstaben. Und auch ein Gastkost? Nö. Hier, ist so schlimm. Okay, ich jetzt hier. Die Markierer und die sind schon so schick, Alter. Man. Ihr fahrt morgen nachher, das wisst ihr. Diesen Keks esse ich jetzt. Mensch, Philipp, und ohne Hilfe. Ey, wollen wir nicht reingehen? Mir wird echt kalt. So ein Assi, du hinter der Kamera, Alter. Guck dir mal hinter der Kamera an, Alter. Das sieht so verplackt aus, Alter. Das geht nicht. Geh rein, Leo, komm. Du willst da auch. Auch eine, Alter. Ich bleib hier rein. Schneid das raus, schnell das raus. Boah, du hast aber hässliche Schweine im Internat. Boah, da siehst du mal, wie ihr Punks ungebildet seid. Das ist ein guter deutscher Chef und mit der Punk, wir hatten mit dir geredet. Ich bin auch normaler Soldat und was die Offiziere oder was die Deutschen mit normalen Leuten gemacht haben, das gibt's eine Weste. Deswegen kann ich die, wo auf der Straße stehen hier und wollen die Wehrmacht wieder haben, kann ich nicht verstehen, weil das sind die, unsere Vorfahren haben echt gelitten unter dem Scheiß des Schämen oder so. Und ich hab eine Frage. Habt ihr zufällig unser Superbier gemopst? Weil es ist weg. Das hab ich vorgenommen, weil ihr habt so nützlich. Nee, eine große. Das haben wir geklaut. Nee, haben wir keine. Das Toilettenpapier. Nochmal. Denise. Nee, weil ich war im Haus, unten im Haus, oben und niemand hat das. Und in welcher Zeitschrift könnte das stehen? Ja. Mann war Frau. Ich weiß nicht, was ich will. Das hat man schon geklaut. Balu, ich hab's gemacht. Balu. Schöner Mund. Balu, ich hab's für dich aufgenommen. Aber kennt ihr das? Moin, Henke! Wie ist halt mich schon mal hier? Dann gibt's noch Paranoia von Petri. Na, hallo Kai. Petri Heil. Schalop. Das ist ja schon übelst ab. Das ist ja eine ältere. Was, besuchst du? Aber die gehen noch mehr ab. Besuchst du? Ja, ich hoffe, dass ihr morgen alle am Platz seid, gegen dieses Schwein zu demonstrieren. Und so Kai? Oh Scheiße, ich gucke halt. Du bist eh schon 3-4 Mal drauf. Naja. Ja, das ist schön. Ey, jetzt reden wir ja gerade über Bäumchen und Blümchen und du filmst uns auch noch. Ja, ich hab da nicht zugehört. Ich fand das schon übel scheiße, weil das soll ja für ein Fest stehen und wir stehen ja eigentlich auch für friedlich und so. Und ich weiß da schon, in den meisten Demonstrationen fangen die Bullen echt an oder irgendwelche Provokateure, die gar nicht zugehören, weißt du? Also die gar nicht für sowas sind. Ich fand das eigentlich. So ist die. Das gibt's nicht. Ja. Ich geh jetzt erstmal rein. Also musst du echt dabei sein. Ja, ich war letztes Jahr. Aber ich fand das nicht so toll, weil wir saßen nur da und unseren Döner gegessen. Na, da gehen wir alle rüber. Bullen angerannt. Wir rennen an uns vorbei, obwohl die dann so 3-4 Meter vor uns waren. Leo, abmarsch, wir gehen rüber.